Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Dragon Quest Leader des Himmels. Im letzten Part haben wir ja diese eine Mission hier gemacht mit diesem Feuerchimärenflügel. Ich wollte eigentlich offscreen trainieren, hab das aber nicht gemacht, denn ich möchte heute mit euch Corvus versuchen. Nennt mich bescheuert, aber ich möchte Corvus versuchen. Ist ein Plan, den ich mir jetzt gesetzt habe. Ich habe so ein bisschen überlegt halt. So, willst du jetzt echt wieder so eine Mission machen? Darauf hast du auch selber keine Lust. Und eigentlich habe ich damit auch recht. Ich habe echt so nicht so wirklich Lust dazu. Ich möchte eigentlich nur jetzt versuchen, Corvus zu besiegen. Das ist jetzt mein Ziel, auch in diesem Part. Das Blöde ist jetzt natürlich, dass ich ganz nach Corvus wieder nach oben latschen muss und ich dann halt wieder wahrscheinlich heilen muss. Und das kann mal wieder ein bisschen nervig werden. Aber wenn wir es dann am Ende schaffen, Corvus zu besiegen, dann kann ich wenigstens sagen, dass ich das Richtige getan habe. Wenn ich das jetzt einfach in die, keine Ahnung, in die Länge hinaus verzögere. Weißt du, einfach so, keine Ahnung, dass ich erst in 15 Parts ich Corvus erstmal angreife. Ja, das ist ja auch scheiße. Das wollt ihr euch doch auch nicht anschauen. So langweilig. Oder nicht? Mensch, redet mit mir. Und deswegen habe ich mich dazu jetzt... Alter, was ein Lag. Und deswegen habe ich mich halt einfach dazu entschieden, ich mache jetzt Corvus, weil wozu das jetzt so lange warten zu lassen, wenn man es jetzt auch einfach machen könnte. Selbst, boah, den Kriechentreffer hätte sie für Corvus aussparen können. Selbst wenn Corvus wirklich ziemlich nervig ist und ein anstrengender Bastard ist. Nein, scheiße, ich fluche wieder zu viel in meinen Videos. Ah, Mist, das hat mir doch, ein Zuschauer hat mir doch gesagt gehabt, dass ich damit ein bisschen aufhören soll. Es tut mir wirklich leid. Ich sagte den Namen, glaube ich, nicht. Na, wobei, der Name ist eigentlich öffentlich. Weil du hast deinen YouTube-Kanal mit dem Namen. Egal, ich sag's einfach lieber nicht. Ich sollte es unterlassen und ich bin dann natürlich auch zuschauertreu und ich unterlasse das auch mit der Beleidigung. Wenn es jemanden stört, dann mache ich es lieber nicht. Auch wenn ich... Na egal, ich kann es verstehen, wieso man das vielleicht nicht mag. Ich kann es nachvollziehen. Mir selber ist es auch relativ unangenehm, rumzufluchen, wie ich nur kann. Ja, es ist mir auch selber unangenehm, ob ihr es jetzt glaubt oder nicht. Wahrscheinlich glaubt ihr es eher nicht. kann ich auch nachvollziehen, ja. Aber ich will das jetzt so ein bisschen sacken lassen, ja. Ein Allraun-Marschall, ja. Kann es sein, dass ich in diesem Let's Play nicht einmal erfolgreich geflohen bin, fällt mir irgendwie gerade auf. Ich hatte gerade so das Bedürfnis gehabt zu fliehen, aber da habe ich so ein bisschen kurz überlegt und dachte mir nur so, wenn ich jetzt versuche zu fliehen, was wird denn wohl das Ergebnis sein? Ich werde es hundertprozentig nicht schaffen. Das würde mich zumindest stark wundern, wenn ich es schaffen sollte. Das wäre, glaube ich, ein Traum, der in Erfüllung gehen würde, wenn es tatsächlich dazu kommen würde, dass ich mal fliehen kann. Aber dazu wird es nicht kommen. Ich würde gerne mal eine... ich würde gerne mal eine Seite hier gerade involvieren, indem ich so ein bisschen sehen kann, was Corvus Schwächen und Stärken sind. Das Problem ist aber gerade mein PC. Ich hasse Windows Updates, ja. Meine Internetleitungen sind das die Qual. Internet Updates, vor allem Internet Updates. Google Updates sind, also das ist absolut, Alter, das ist absolut nervig, könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Und das wirkt sich auf das ganze Internet aus und mein iPad kann sich nicht mal mit Google verbinden. Fuck, kritischer Treffer von Selina, Alter. Macht 105 Schaden. Den hätte sie sich auch sparen können für Corvus. Mein Gott, Leute. Verschwendet doch nicht hier alle eure kritischen Treffer bei irgendwelchen komischen Random-Gegnern. Mein Gott. Wie oft soll ich es denn bitte sagen? Nichts zu machen mit diesem Team. Nichts zu machen mit diesem Team. Es ist immer wieder eine Qual, mit diesem Team zu bestehen. Es ist schwieriger, als ihr denkt, ja? Ich versuche hier gerade mein Bestes. Alles klar, ab zu Corvus. Mein Gott, das Junge, der verbindet sich nicht mal mit Google. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Das ist eine fucking Suchmaschine. Oh mein Gott, ey. Ich bin mir sicher, der wird noch nicht mal ein Portfolio laden können, ey. Alter. Ich hasse es, ne? Windows Updates, ein richtiges Pain in the Ass. Das ist... Oh nee, komme ich an dem vorbei? Oh. Das ist unglaublich nervig, wie ich einfach nicht mal mit Google mich verbinden kann. Okay, ich lade gerade im Hintergrund sogar noch ein Video hoch, aber trotzdem. Es ist Google! Ey, Mann. Ich guck mal, kann ich Taskmanager ansetzen ohne das? Muss ich eigentlich. Die Aufnahme müsste weitergehen.
Ja, natürlich, lokales System. Was? Ich habe nämlich eine Downloadrate von 0,7 Mbit. Und was macht lokales System? Genau, zieht 0,7 Download. Einfach alles, was ich besitze. Sodass ich mich mit nichts mehr verbinden kann. Ich will gar nicht mehr vorstellen, was meine, wenn meine Eltern sich jetzt auch nochmal ins Internet gehen würden mit Handy oder Laptop oder so und dann, keine Ahnung, Google Maps suchen für unser Urlaubsort oder WhatsApp, keine Ahnung, irgendwelche Bilder laden. Ich will mir gar nicht vorstellen, was dann noch passieren würde. Alter Schwede. Ich glaube, dann brennt unser Router. Ey, Alter, ist das eine Qual, ne? Aber ich bin so froh auf Oktober. Ich bin so froh auf Oktober, ist auch geil. Ich freue mich schon so richtig auf Oktober, wo ich dann endlich meine 50k genießen kann. Und jetzt geht's gleich mal los mit Corvus hier. Heilung auf mich. Heilung müsste, glaube ich, sogar reichen. Nee. Reicht nicht. Aber bei Daniel müsste es reichen. Ja, Wulski. Und bei Duncan dann aber nicht mehr. Nee. Das sind ja keine 100. Nein, jetzt habe ich es auf mir. Aber es scheint, als würde... Genau, ja, das... Ja, genau. Aber es scheint, als würde es Marcel nicht wirklich viel bringen. Mann, Google ist immer noch nicht geladen. Könnt ihr euch das mal vorstellen? Der Ladebalken ist noch nicht mal bei der Hälfte. Alter. Okay, ab zu Corvus, würde ich nochmal sagen. Hallo, Corvus. Was sitzt denn in so einem komischen Ei drin? Transformiert von einem Drachen zu einem Ei, oder was? Das sieht nicht gesund aus. Komme zu mir, Barbaros. Ach, ich muss erst mal gegen Barbaros kämpfen. Oh Mann, ey. Komm zu mir, Barbaros, Geschöpf der Finsternis. Vernichte alle, die es wagen, meine Pläne zu durchkreuzen. Barbaros, gegen den muss ich auch noch kämpfen. Was macht denn der da für Tricks? Ja, gut. Ja, super, und ich kann jetzt nicht sehen, was seine Schwächen sind. Ja, ist ja super, aber anfangs mache ich hier eh meine eigene Strategie oder die Strategie, die ich halt immer mache. Die müsste ja jetzt schon unter euch wahrscheinlich auch schon bekannt sein. Die verändert sich. Wieso schweben wir? Wieso bekommen wir auf einmal die Fähigkeit zu schweben? Monkey! Selina setzt den, natürlich kann er zweimal angreifen. Alter, wie viel Schaden macht der bitte? Scheiße! Daniel muss jetzt schon in der ersten Runde heilen. Alter, was? Scheiße, Mann. Und Google ist immer noch nicht geladen. Ich hoffe, der hat nichts, womit er unsere Konzentration wieder wegschießen kann. Multibeschleunigung, der ist nämlich schnell. Ist mir gerade aufgefallen. Mann, ich kann nicht mal googeln. Ja gut, dann muss ich den irgendwie anders machen. Oh! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Alter! Ne! 100 bitte! Ja! Wird ja mal Zeit, dass es wieder funktioniert hier, ey. Mein Gott, kann ja nicht sein, dass es so lange gebraucht hat, bis ich wieder die super hohe Konzentration durchziehen konnte. Aber danke, muss ich nochmal etwas gedulden. Denn die müssen noch ein paar... Ein paar von uns müssen dir noch ein paar, wie nennt man das? Boosts geben, sage ich jetzt einfach mal. Ich habe eine ganz kleine Story zu erzählen. Und zwar, gestern Nacht habe ich so ein bisschen, was? Och nein, weh auf Duncan. Achso, ich dachte gerade Panikwelle. Das heißt ja eigentlich, dass er, halt Angst bekommt, ne? Und dann so zurückschreckt. Ich habe so gestern Abend, an dem Tag, wo ich das hier aufnehme, Mafia 2 gespielt. Also gestern Abend, von dem Tag aus, wo ich das hier aufnehme, wollte ich natürlich sagen, habe ich Mafia 2 gespielt. Vielleicht kennt der ein oder andere das Spiel ja. Und ich habe so ein bisschen Mafia 2 gespielt, ne? Und dann habe ich da so eine Mission gehabt, da musste ich, da bin ich so ein bisschen, habe mich zu meinem Bildschirm so ein bisschen hingelehnt, weil ich musste so ein bisschen besser gucken, was da so gerade passiert. Ist jetzt schwer zu erklären, was ich machen musste. Nein! Nicht Daniel. Fuck! Egal, Faustwirbel macht jetzt richtig viel Schaden. Boah, 1122. Hä? Traf das jetzt gerade nur dreimal oder wie soll ich das gerade verstehen? Hat irgendjemand einen Yggdrasil-Tau? Fuck! Hast du einen Yggdrasil-Tau? Ja! Hat er sogar. Nein, Yggdrasil-Tau. Kann die ganze Gruppe vollständig heilen. Egal, ich geh's ein.
Ich gehe es ein. Ja, ich gehe es ein. Das ist ziemlich wichtig eigentlich. Mann, wenn ich jetzt so wüsste, was seine Schwächen sind. Mann. Und ich kann es nicht sehen, weil fucking Internet wieder so scheiße spielt. Ja, bestimmt. Yggdrasil-Tau, bitte. Garz? Alter, was? Egal, Yggdrasil-Tau. Kommt jetzt richtig in den Handy. Ach, die heilen auch noch die anderen. Hä? Das stand doch wiederbeleben und nicht heilen. Hä? Alter, was ist das denn jetzt? Und lokales System ist immer noch am Arbeiten. Ey, ganz ehrlich, nur für diesen Kampf. Nee, ich kann es jetzt nicht. Nein, ich kann es nicht schließen. Nein, das mache ich nicht. Ich würde mal sagen, das haben wir verloren. Ich weiß nicht, was mich zu diesen Gedanken bringt. Ironie. Aber ich glaube, wir haben verloren. Ich glaube, das wird nichts mehr. Scheiße. Ich glaube, das wird nichts mehr. Wir haben keinen mehr, der heilen kann. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Leben der hat, weil ich glaube, dass... Alter, was? Ja, einer trifft noch nicht mal. Ja, tschüss, kannst du vergessen, Barbaros. Ja, ja, kannst du die einfach ganz normal angreifen mit deinen spitzen Klauen wie vorher. Wir beenden das Ganze jetzt hier, okay? Barbaros, wir beenden das Ganze jetzt mal hier. Okay? Wieso bin ich jetzt auf einmal schneller als der? Wieso jetzt auf einmal? Hä? Ja, tschüss. Na, ach, wieso Welle der Panik? Sorge einfach dafür, dass ich tot gehe. Dankeschön. Alter, was ein Kampf. Was ein Kampf, ey. Wie viel Schaden der gemacht hat, Alter. What the fuck? Ja, nee, ich will mit dir nichts machen. Nein, ich hab alles. Ich hab alles, was ich brauche. Oh mein Gott, was hat der mir da abgezogen? Alter Schwede. Ich wollte eigentlich über Mafia 2 halt reden, also ich saß halt Mafia 2, musste ich so ein bisschen näher mich an den Bildschirm ranbegeben, so ungefähr einen halben Meter auf jeden Fall. Und dann saß ich so einen halben Meter vom Bildschirm und ich dachte, da wäre so ein schwarzer Vogel, der durch den Bildschirm fliegt. Aber in Wirklichkeit ist das so eine richtig, wenn ihr so Daumen und Zeigefinger so wie so ein Kreis zusammensetzt. So, und dann geht mal Fingernagel auf Fingernagel mit denen. Und so, dass ihr wirklich einen ganzen Kreis bildet und nicht so ganz nah an eure Hand ranzieht, sondern wirklich so einfach so einen kompletten Kreis zieht. Während ihr an eure beiden Fingernägel toucht. Ungefähr so groß war die Spinne. Die ist relativ groß. Ich habe nicht so einen großen Bildschirm, die fällt auf. Vor allem, wenn es nachts ist, wo ich mein Licht anhabe hier. Und die dann einfach mal fett über. Die ist wirklich diagonal über meinem Bildschirm gekrabbelt. Und ich kann euch sagen, ich dachte zuerst, das wäre ein schwarzer Vogel aus dem Spiel. Als ich dann beim genauen Hinsehen gesehen habe, dass es eine Spinne war, musste ich erstmal zurückschrecken und habe mich dann so richtig vor meinem Bildschirm gebeugt. Ich bin so mit meinem Stuhl, ich hasse Spinnen, wisst ihr? So, ich mag die nicht. Ich bin so mit meinem Stuhl so ganz bis nach hinten zu meiner Tür hingerollt. Und hab erstmal die Spinne angeglotzt und ich musste erstmal analysieren. Was mache ich jetzt in der Situation? Bis ich dann zu diesem Entscheid gekommen bin, auch so dämlich, bis ich mich dazu entschieden habe, meine Hose gegen meinen Bildschirm zu werfen und sodass die dann vom Bildschirm auf den Boden geklatscht ist, beziehungsweise auf meinen Schreibtisch geklatscht ist und ich dann nicht mehr wusste, wo sie ist. Das hat sich mal überhaupt nicht gelohnt, weil ich dann schlafen musste. Als ich mir Vater so mein Zimmer geholt und hab so gesagt gehabt, ey, da ist eine Spinne in meinem Zimmer. Ich dachte, hier wäre so ein Typ, der so eine Mission für mich hätte, deswegen bin ich hier rumgelaufen, aber anscheinend nicht. Nee, das war Bühl, Blümling? Nee, Bühltau, ne? Ich glaube, Bühltau war das in der Nähe der Kirche. Dann gucke ich so, hol so mein Vater her, sag so, ey, Papa, also er hat schon geschlafen. Ich so, ey, Papa, Entschuldigung in der Störung, aber kannst du mir helfen, hier so eine Spinne zu töten? Er da so, ja, okay.
Er ist so ganz verschlafen. Kommt er dann so mit. Ach, hier ist er. Kommt er so in meinem Zimmer. Und da ist nichts mehr. Wie nimmst du die Hose, die ich dagegen geworfen habe? Der heißt einfach mal Hakan. Nimmst du die Hose, die auf meinem Schreibtisch liegt, nimmst du so hoch und die ist da nicht mehr. Wisst ihr, was das für ein Gefühl für mich war? Ich wollte gerade schlafen gehen. Und hier war eine Spinne, wo ich jetzt nicht mehr weiß, wo sie ist. Ich glaube, Vogelsangnektar, ne? Habe ich Alchemie-Rezept dazu? Ich guck mal ganz kurz nach. Und ich so voller Schock, so, nein. Und mein Vater dann so, hättest die Hose nicht werfen sollen. Tja, tut mir jetzt echt leid, aber ich gehe wieder schlafen. Nicht so scheiße. Weißt du, er hat hier alles abgesucht, auch hinterm Bildschirm und so weiter, alles abgesucht. Wir haben die nicht gefunden. Wir haben so die Hose ausgeschüttelt und die kam nicht. Bis mir dann heute Morgen mein Vater so zu mir gesagt hat, ey, ich glaube, ich habe deine Spinne gefunden, die war heute vor meinem Bett. Es war so eine, also hat er mir so mit seinen Fingern gezeigt, so eine schwarze und ich so, ja, ja, richtig, das war die. Und dann so, ja, lag wahrscheinlich auf meinem Fuß, als wir die Hose ausgeschüttelt haben und ist mit mir in mein Zimmer gegangen. Ey, Alter, Gegenstände war das, ne? Ich hasse Spinnen, nee, habe ich nicht, scheiße. Ja, Leute, muss ich diesen Part hier beenden, weil ich habe aus dem Kopf Vogelsangnektar nicht und Internet ist gerade occupied. Internet ist gerade occupied. Ich kann nicht sehen, was hier gerade passiert. Nee. Also, Leute, ich würde mal sagen, ich hoffe, euch hat dieser Part hier gefallen. Wir sehen uns dann nach meinem Urlaub wieder. Denn, wobei, nehme ich noch einen Part auf? Ich glaube, ich nehme gar keinen Part mehr auf, ne? Wie du machst, wir sehen uns halt dann wieder nach meinem Urlaub wieder. Erst wieder am 2. August oder am 3. August. Muss ich mal schauen, ihr werdet es ja sehen. Ich wünsche euch noch wunderschöne Ferien. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine sehr gesunde, erholsame Erholung. Erholsame 2 Wochen auf jeden Fall. Und dann sehen wir uns halt dann in 2 Wochen wieder. Also, tschüss Kostjankowski, bye bye. Bis denn und macht's gut.